Alex, wir besprechen das zu Hause. Nein, Mama, wir besprechen das hier. Mama, es reicht, dass du immer anderen Leuten die Schuld gibst für die Scheiße, die in deinem Leben passiert. Wirklich. Wow, der hat ja doch Eier in der Hose. Alex, ich mach mir halt Sorgen um dich. Was denn für Sorgen, Mama? Was ist denn? Du weißt doch, dass das nur Ärger geben kann. Ich sehe ja schon ihre Brüder ausrasten. Bitte? Mama, sie hat überhaupt gar keine Brüder. Ach, dann halt ihren Vater oder ihr Cousin, was weiß ich. Mama, das ist doch totaler Quatsch. Jetzt stell dich nicht dümmer, als du bist. Es kann nur Ärger geben, das weißt du selber. Du bist so naiv. Die hat sie ja nicht mehr alle. Das ist totaler Quatsch. Alex, ich möchte jetzt echt nicht mehr darüber reden, ja? Ich hatte echt einen anstrengenden Tag. Was war das denn? Alex, jetzt komm bitte! Es tut mir leid, wirklich. Das ist Alex' Mutter? Was ist denn das für eine? Schon krass für Alex. Die Mutter und dann immer auf die Schwester aufpassen? Ist ja auch ein super Leben. Kein Wunder, dass er aus seiner Tanzerei nichts macht. Ey, das geht doch so nicht weiter. Da kommen noch ganz viele andere tolle Jungs. Ob das mit dem Video wirklich so eine gute Idee war? Hey, Misha. Hau ab. Hau ab. Was, sie hat das so gemeint? Hey. Herausgefunden, wer die Videos hochgeladen hat, du Lotsenschüler. Habt ihr schon was? Nee, sorry, noch nicht. War ja klar. Ey, Leute, wir sind hier gar nicht wegen den Videos. Ich dachte vielleicht braucht ihr ja noch einen Tänzer. Ah ja, ganz ehrlich, das ist doch nicht dein Ernst, oder? Er ist echt gut. Jetzt hört mal auf zu lachen. Ganz ehrlich. Misha, ich hab ihn gestern gesehen. Im Kinderzimmer oder was? Er ist echt gut. Alex. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Alex, nein. Lass uns gehen. Du kümmerst dich über das Video. Sag mal, spinnst du? Was hast du dir dabei gedacht? Oh ja, verdammt. Das war jetzt echt anders geplant. Das war anders geplant. Wie sie meinten. Kümmer du dich mal lieber um die Videos. Hä? Jetzt darf der brave Lotsenschüler sich auch noch um alles kümmern. Ey, ich hab so satt. Ich durfte ja noch nicht mal vortanzen. Nicht, dass das irgendwas ändern würde. Ich hab die Schnauze voll, Mann. Und dann auch noch meine Mutter. Meine arme Mutter mit ihren drei beschissenen Jobs. Weißt du, wie scheiße ich das gestern fand, wie sie mich behandelt hat? Jetzt muss ich auch noch beibringen, dass Ausländer nicht gleich scheiße sind. Aber wie denn? Ich habe doch gar keine Zeit. Ich habe ja auch noch meine kleine Schwester, die ich erziehen muss, für die ich einkaufen muss, für die ich insgesamt den ganzen Scheiß machen muss. Mann, es tut mir leid. Ist schon okay. Ich kann dich gut verstehen. Besser als du denkst. Mir wird es langsam alles zu viel. Dann noch diese ganzen YouTube-Videos. Wer macht denn sowas? Das ist doch total psycho. Du hast die Macht. Du musst dich nur trauen.
musst dich nur trauen.